Meine ersten Gehversuche im Processing. Processing, die Designer und Gestalter und visuellen Programmierer unter euch werden es kennen, ist ein Java-Applikat, um viel Visuelles zu programmieren und relativ schnelle Sachen zu erreichen. Ich habe jetzt in meinen ersten Gehversuchen eine kleine Anwendung geschrieben, die ein Bild lädt und zusätzlich noch einen Audioeingang, mein Mikrofon als Audioeingang angegeben. Die Anwendung sucht danach pixelweise ab, wo ein gewisser Farbbereich vorhanden ist. Dies ist ein orangefarbener bis rotfarbener Farbbereich. Wer programmieren kann, wird sagen, ha, so viele Ifs hintereinander, das ist aber nicht so schick. Aber ich habe bisher noch nicht gefunden, bei meinem ersten Versuch, wie man in Java bzw. im Processing Ifs verknüpfen kann. Mit AND oder dem kaufmännischen Unzeichen ging es nicht. Komisch. Mal schauen. Und was er jetzt macht, ist, er findet gewisses Orangspektrum und zeichnet anhand dieses Orangspektrum Kreise. Und die Kreise macht er so groß, je nachdem, wie laut der Mikrofoneingang ist. Und das Ganze sieht dann so aus. Hier sehen wir das Bild, was ich hineingeladen habe. Das ist direkt von meinem Fenster. Da ist gerade eine Baustelle. Und man sieht schon, wie sich die Kreise vergrößern und verkleinern, wenn ich spreche. Noch etwas klein, machen wir es mal etwas größer. Zack. Und was man machen kann, ist, dass man jetzt Baulärm mit dem Mund simuliert. Zum Beispiel. Und entsprechend die Baugeräte, die alle orange auf diesem Bild sind, außer die Pausegruppe da hinten, kleine Kreise kriegen. Es funktioniert ebenso gut mit Musik, die man laufen lässt. Wie gesagt, ein erster Gehversuch. Und es funktioniert, glaube ich, schon ganz gut. Viel Spaß, ich werde den Code online stellen.